Wenn du an einem leisen Ort bist, wo aber viele Leute sind und du musst plötzlich husten, du versuchst es zu unterdrücken und auf einmal kommt es aus dir raus. Du bist mit einem anderen Typen in einem Raum. Der erzählt dir einen Witz und du musst lachen. 2 Sekunden später erzählt er dir was Trauriges. Du hast aber dem Traurigen gar nicht zugehört, sondern lachst immer noch von dem Witz von vorhin. Du hast einen voll coolen Handyvertrag, bei dem man angeblich nichts zahlen muss, aber man kriegt angeblich 30 Werbe-E-Mails im Monat. Du erzählst dann allen deinen Freunden weiter diesen Vertrag und sagst, dass du noch keine einzige Werbe-E-Mail gekriegt hast. Und 2 Tage später haben alle deine Freunde diesen Vertrag und kommen zu dir. Warum hast du keine Werbe-E-Mails? Ich kriege ja wohl Werbe-E-Mails. Du stehst im Aufzug vom Haus und der Aufzug bleibt stecken. Du freust dich, dass du nun die erste Stunde Mathe verpasst. Doch leider kommst du dann zur 2. Stunde in die Schule und yay, weil es einem so gut gefällt, ist heute 2 Stunden Mathe. Ich hasse sie. Egal wie man sie zusammenwickelt, sie sind immer, wenn man sie wieder aufwickeln will, verwurschtelt. Und dann gibt's auch diese hochschlaue Dose von Apple, wo man die reinwickeln kann. Wo soll ich die Dose hin tun? Die passt ja nicht mehr in die Hosentasche. Ich bin irgendwas am Zocken und will oben, ganz oben auf dem Display auf einen Button drücken. Kommt genau in dem Moment eine Nachricht, also kommt so ein Banner, wo die Nachricht so eingeblendet wird und da! Ich klicke auf die Nachricht und dann muss ich nachher das Spiel wieder von vorne anfangen. Das war es auch schon wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch einen grünen Daumen nach oben oder ihr lasst ein Abo da. Dann geht es jetzt hierzu. 8 Regeln gegenüber dem auf dieser Erde. Und hierzu mal im letzten Video überhaupt. Ciao.